Jack hat auf jeden Fall zu 100% eine Grenze überschritten. Das ist was von Single. Henry, wenn du deinen kleinen Wurm nicht bei dir behältst, dann... Okay. Wow. Ich muss Emmy ein paar provokante Bilder liefern. Habt deinen Spaß. Geh da ran. Hör auf jetzt, du Sau. Euer Ernst. Was hat diese RTM gesehen? So, da werde ich auf jeden Fall Machtwort sprechen. Willkommen zu einer spektakulären Ausgabe von Temptation Island VIP. Das sind... Alter, das sind Themen... Dass sie das vor den allen Leuten da bespricht und dann nichts gegen Henriks Freundin, aber die grinst sich da noch frech ein dazu. Da muss ich mir auch noch später anhören. Das ist wie ein Schlag ins Gesicht. Wenn Jakob klug wäre... Hör doch einfach auf, ein Bullshit zu reden. Ich weiß, aber wenn, könnte er nach dem Schlag eine Amnesie vorspielen. Entschuldigen Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind, Kate. Ich kann leider nicht mehr mit Ihnen zusammenleben. Aber da grinst jemand wie unsere Bea Fiedler bei ihrer Lieblingsdschungelprüfung. Bitte lass es Sperma sein. Übrigens, jetzt direkt schon mal ein Abo mit Glocke da lassen, dann verpasst ihr auch nichts zum Dschungelcamp. So, weiter geht's. Und dass sie sagt, dass ich hier nicht mit reinpasse, sie hat mich doch gefragt. Wer ist denn das überhaupt? Du bist auch ein Teilnehmer wie wir. Genau. Sie hat doch gefragt, willst du mitmachen? Willst du mir das beweisen, dass du das kannst? Ich sag, Schatz, ja, mach ich. Ja, Kate hat wirklich gesagt, er passt hier nicht richtig rein. Aber die wichtigste Frage ist natürlich, schaffe ich jetzt alle drei Teile Herr der Ringe, bis unser Jakob hier fertig ist mit Denken? Definitiv. Und jetzt wird mir gesagt, dass ich nicht hier reinpasse? Mein ganzer Kosmos, der dreht sich nur noch um diese Frau. Ich liebe sie mehr als mein eigenes Leben. Aber die Aussage, die hat mich krank getroffen. Das war ganz, ganz krank. Und das wird das Erste sein, was ich anspreche, wenn ich sie wiedersehe. Das hat mich so getroffen. Und da kann ich jetzt wieder 5 Tage nicht schlafen deswegen. Er hofft, dass das Ganze hier genauso schnell vorbeigeht, wie wir, wenn wir zu früh RTL einschalten und noch irgendeine Sendung mit Mario Barth läuft. Aber ja, 5 Tage nicht schlafen, das kennt man beim RTL sonst eigentlich immer nur davon, wenn sie dem Bachelor probieren zu erklären, wer hier eine Jenny ist und wer nicht. Klar, so, ich bin hier neu so in ihrer Welt drin, geh mit ihr in die Berufswelt drin. Ich habe gesagt, Kate, du bist jetzt mit mir zusammen und mit mir machst du nicht mehr diese, was du sonst im Reality-TV gemacht hast, dass du voll die intimen Sachen ausplauderst und so. Dann hat sie gesagt, ja, und was macht sie? Sie stellt sich hin und macht das, genau wo ich gesagt habe, nein. Merci für nix, wirklich, danke für nix. Er sagt, er gibt ihr so viel. Ja, was denn außer falsche Grammatik? Jetzt hätte ich aber eine Frage. Hat Jakob nicht vor 1 oder 2 Folgen mal 2 Frauen parallel angemacht? 2 Frauen, oder wie es bei Bauersucht Frau heißt, für jeden Zahn eine? Das ist sogar noch schlimmer, als ich es erwartet habe. Von den anderen, von Paulina, von den ganzen Dullis da in der Villa. Ah, Wahnsinn, ehrlich, da fällt mir nichts mehr zu ein. Da fängt es auch an, ne, diese Geschichten, dass man dem Partner so ein bisschen mit so einem Scheiß hintergeht. Dann soll er mir das doch in echt sagen. Achtung, Leute, Verwechslungsgefahr. Dass die ihn hier so vorführt, das lässt natürlich wirklich ziemlich tief blicken. Und das hier lässt zu tief blicken, was man hier leider nicht sehen kann. Lola wird inzwischen nur noch als 3D-Hologramm hier ranprojiziert. Nach 2 Stunden Lamentieren hatte sie einfach keine Kraft mehr, um ihm da weiter zuzuhören. Ich habe so viel Rücksicht genommen wegen Joghurt. Ich mag dich auch nach wie vor und wenn wir uns treffen, dass da nicht immer so eine Stimmung ist, weil wir werden uns so oft noch sehen in Zukunft. Ja, ja, klar. Er hat das auch nicht verdient, dass ich ihn so schlecht behandle die ganze Zeit. Ist ab heute läuft das hier alles anders. Wieso schließt du das Klo nicht ab? Ich habe deinen Pipi-Mann gerade gesehen. Ist okay, was für mich zu. Und Jakob so völlig verdutzt, ach, der Diogo ist auch noch da. Ja, natürlich ist der Diogo noch da. Ich meine, wo sollen die anderen auch ohne Matratze schlafen? Wie heißt es auch so schön? Ein Penis ist besser als Leber. Genau meine Worte. Er hat nach dieser Aktion die Schnauze voll und will jetzt gehen. Aha, okay. Ja, dann hätte man diese Pipi-Mann-Aktion doch lieber an den Anfang des Lagerfeuers setzen sollen. Alles klar, kein Problem. Geh jetzt in die Villa und dann werden wir sehen, was beim Wiedersehen passiert. War's für mich. Ich will auch nichts mehr sagen. Ist okay. Das war's. Also. Was hat diese RTM gesehen? Wir werden sehen, was ich jetzt in der Villa mache und dann werden wir sehen, was da passiert. Was danach ist, das weiß ich jetzt noch nicht. Da muss ich mir jetzt erstmal Gedanken zu machen, aber... Ja, wie lange dauert das jetzt hier noch? Das, was sie da getan hat, das war eine Bloßstellung vor Gott dem Herrn. Eine wichtige Frage noch. Sind wir uns denn alle sicher, dass das wirklich Diogos war? Gibt es irgendwelche Indizien? Ja, der Schwanz war groß. Dann war das der vom Wendler schon mal nicht, alles klar. Peinlich sein und bloßstellen, ja, das ist doch das A und O dieser Sendung. Dieses 5-mal ankündigen, dass man gehen möchte und dann bleibt man doch noch eine halbe Stunde. Das kennt man sonst ja eigentlich nur von irgendwelchen Nachbarn, die mal ganz kurz auf einen Kaffee vorbeikommen wollten. Das kann ja jeder Einzelne bestätigen. Willi, we love you. Wenn bei mir in der Villa irgendein Mädel gewesen wäre, mit der ich mal was gehabt hätte, ein Scheiß hätte ich das zu der gesagt. Ein Scheiß, weil ich weiß, dass das Kate verletzt. Und das macht sie extra im Fernsehen, wo alle Leute das sehen können.
das reicht mir jetzt. Ich schwöre, das hätte ich niemals gedacht, dass sowas kommt. Jetzt bin ich auch fertig komplett. Dann würde ich sagen, du gehst jetzt zu deinen ganzen Verführerinnen zurück in die Villa. Yes. Lenkst dich schön ab. Mein Herz blutet auch. Ich bin so Fuchs, Teufel, wild. Vor Wut einfach. Es war definitiv zu viel. Unsere Lola. Er soll also mal ganz schnell rüber in die Villa zu den künftigen Antragstellern. Die armen Verführerinnen hätten doch auch nie im Leben gedacht, dass ausgerechnet ihre Ohren die am meisten belasteten Körperteile bei Temptation Island sind. Was wir ganz vielleicht wegen dieses stundenlangen Monologs von Jakob vergessen haben. Kate hat ja eigentlich nur das gemacht, was sie im normalen Leben auch macht. Nichts. Also und hier auch echt nichts Schlimmes. Gibt nichts mehr, Digga. Alles gut, Bro? Gibt's mehr, Digga. Mir ist over and over. Achso, bei dir, Bro? Ich juck's nicht mehr, Digga. Mir ist scheißegal. Was? Bist du durch mit der Frau oder was? Das hat schon so einen Stachel ins Herz gemacht, ne? Sie hat über dich abgelästert. Ja, also die hat krass für mich abgelästert. Da hätte ich nicht mit gerechnet, sag ich ehrlich. Dafür, dass du immer so gut redest, ne? So eine krasse Verehrung auch hier die ganze Zeit dargelegt habe für meine Frau. Ich stell sie ja auch immer auf so ein heiliges Podest, so, weißt du? Da mach ich nicht mehr. Völlig egal, was kommt. Im nächsten Leben könnte es Jakob mal als Priester probieren. Er mag offensichtlich kindliches Verhalten. Und wie er da am Kopfende steht und die Bildungsjungfrauen ihn anhimmeln, das hat schon was Biblisches. Wie auch immer. Die ist plump so, die ist sehr plump. Ja. Die weiß nicht, wann man den Mund hält und wann man den aufmacht. Unentschuldbar. Auf Lebenszeit. Und da werde ich auf jeden Fall Machtwort sprechen, was das angeht. Da wird es auf jeden Fall Wiedersehen ein ganz, ganz kräftiges Donnerwetter geben. Ich glaube, ja, wir sind uns alle einig, wenn es wirklich ein lautes Donnerwetter geben sollte beim Wiedersehen, wäre Kate am Ende natürlich froh. Immerhin müsste sie dann den Sprechdurchfall von Jakob nicht hören. Jakob fragt sich natürlich, sag mal, versteht die denn überhaupt gar nicht, was sie macht? Wenn sie wüsste, was sie macht, dann wäre er doch garantiert nicht hier bei Temptation Island VIP gelandet. Du denkst, es ist schlimmer. Du Scheiße, Alter. Guck dich mal an. So bist du verarscht. Geil. Geil, Hendrik, ich schwöre. Fick dich, ohne Witz. Du kannst mich so am Arsch lecken. Einfach nur noch peinlich berührt über das, wie er sich dort gibt. Dankeschön, gleichfalls. Wie er auf meine Gefühle spuckt und auf all das, was ihm ja offensichtlich so wichtig ist, aber ich sehe davon halt gar nichts. Ich kann mich nirgendwo mehr mit dem blicken lassen. Da gibt's auch nichts mehr zu reden, weißt du, was ich meine? Bitte nicht vergessen, dass Paulina den Hendrik zum ersten Mal bei Love Island gesehen hat. Und jetzt ist sie wirklich schockiert. Das ist halt genauso, wie wenn man nach 10 Til Schweiger-Filmen feststellt, dass der Hauptdarsteller nur einen Gesichtsausdruck hat. Sehr gut finde ich allerdings, dass Paulina für ihre Monologe nur einen Spiegel braucht und nicht so ein großes Publikum wie unser Jakob. Und ich glaube, wir sind uns auch einig, in beiden Situationen hören genau gleich viele zu. Wie der mich bloßstellt vor ganz Deutschland. Trotzdem, bevor ich nicht gewisse Dinge mit ihm geklärt habe, werde ich dennoch hier keine Grenzen überschreiten. Ich danke, lieber Gott, es wurden dir endlich die Augen geöffnet. Bin ich eigentlich der Einzige, den es wirklich völlig irre macht, dass Paulina sich die gesamte Zeit hier die Haare aus dem Gesicht streicht? Leute, vielleicht braucht sie gar keinen, der ihr mal die Augen öffnet, sondern einfach eine gescheite Frisur, damit sie mehr sieht. Was aber wirklich strange ist, in den ersten Folgen war ausgerechnet Hendrik der Normalste und jetzt schlägt er hier so über die Stränge. Ungeklärt bleibt also weiterhin, was verklebt ist. Udos Unterhose oder doch Henriks Gehirn. Diogo und Emmy, fängt er irgendwann an, ihre zu kneten und so. Ja, das war eine gute therapeutische Stunde. Geht nicht, das ist ein absolutes No-Go. Das hat schon jegliche Grenzen übersprungen. Miteinander in einem Bett zu schlafen, als hätte sie irgendwie einen Freifahrtschein. Oder? Sie tritt das komplett mit Füßen. Das ist unser aller Kanone, was sie da mit dem Jungen macht. Einfach. Das geht einfach, die zieht den ja in den Dreck rein. Aber wenn ich morgen solche Bilder kriege, dann bin ich aber weg. Steh auf, tritt den Bildschirm ein, dann fahr ich nach Hause. Den Bildschirm eintreten und nach Hause gehen. Das waren genau übrigens Lolas Gedanken beim Lagerfeuer mit Jakob. Apropos, Udo, wenn du es Emmy mal so richtig heimzahlen möchtest, du dann schickst sie doch einfach zu einem Gespräch mit Jakob. Krass finde ich ehrlich gesagt schon, dass er sie immer noch irgendwie in Schutz nimmt. Ich glaube inzwischen wirklich, dass er mit der Aussage recht hat, dass sie doch immer wieder auf Idioten reinfällt. Oh mein Gott! Ich glaube, wenn er dann so allein im Bett liegt, wird ihn das auch einholen, oder? Ja, genau. Das er schläft dort abends nicht alleine. Ich habe eigentlich mal gesagt, so, ich vergelte nicht Gleiches mit Gleichem, aber ich muss Emmy ein paar Bilder liefern. Ein paar provokante Bilder. Wir schlafen bei dir? Ja. Mein Gott, ey, es war aber doch wirklich auch schon mal leichter mit den Verführerinnen, oder? Wie oft soll Udo bitte noch erwähnen, dass er Bildern liefern möchte? Provokante Bilder. Knickknack.
Ist das hier eigentlich noch RTL oder schon Bibel-TV? Eben Jakob, unser Prediger, jetzt hier die beiden Ottos, Evas, wie sie verführerisch in den Apfel beißen. Die Frauen sind sich sicher, wir haben ein gutes Händchen in Sachen Provokation. Hoffentlich ein besseres als in Sachen Karriereplanung. Die ganze irgendwelche Ärsche begrapscht und so. Eine Frau, die er heiraten würde, mit der würde er hier gar nicht reingehen. Also ich bin nicht die Frau fürs Leben, für ihn. Ja, dann ist theoretisch Zeitverschwendung. Ja. Nach all dem, was ich für Udo getan habe, wo ich immer für ihn da war und wirklich eine gute Note, die nicht fickt. Freundin meiner Meinung nach war, ist überhaupt nicht schön zu hören und ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll. Also ja, dann kann ich jetzt hier auch machen, was ich will, denke ich mal. Was bin ich eigentlich überhaupt? Echt billig. Billige Nummer! Emmy, nachdem sie ihr Strumpfband-Tattoo gesehen hat. Okay, aber mal ganz ehrlich, hat irgendjemand die beiden auch nur im Ansatz vor dem Traualtar gesehen? Ich meine, Moderatorin Lola muss die beiden doch beim großen Wiedersehen erstmal einander vorstellen. Aber wir werden uns gut um ihn kümmern und ablenken davon, dass es ihm nicht so schlecht heute gehen wird. Prösterchen. Wie kriege ich das denn jetzt hin, dass ich heute Nacht gut schlafen? Ich glaube, die klären das, Digga. Die sind gut drauf. Die sind gut ausgebildet. Ja, die können das. Jahrelange Erfahrung. Diese Frau ist nichts für die Zukunft. Hab deinen Spaß. Du hast da drin einen Top-Mädels. Deswegen, ja, geh da ran. Vom Schlastik. Ich möchte übrigens nicht, dass hier auch nur irgendjemand behauptet, Udo steht immer auf den gleichen Typ Frau. Wir haben hier auf der einen Seite Emmy mit langen Fake-Haaren, immer heftig geschminkt, gemachte Brüste und aufgespritzte Lippen. Und auf der anderen Seite haben wir zwei davon. Und nein, lieber Henrik, lass dir bloß nichts einreden. Diese ganzen Sprüche mit Bonschlastik und so, die werden niemals alt. Die sind total witzig. Das siehst du ja vor allem daran, dass du immer wieder selber drüber lachst. Es stimmt übrigens, dass die hier eine Ausbildung haben. Sie hätten sich nur die vergeigte Abschlussarbeit jeweils aus dem Gesicht waschen können. Das gefällt mir auch. Das wollen wir auch sehen hier. Ja, das nennt man mal poppen.de. Also. Na klar. Mal Frustverarbeitung, ne? Ich finde alle 10 gut mit, so was geile Szenen. Also ich find's geil aktuell, muss ich sagen. Das ist geil, Digga, das ist geil. Ja, dann lass ich halt einfach mal einen raus, ne? Der hat echt schon was drauf. Und das ist nichts. Außer Zahnbelag natürlich. Soll noch mal einer sagen, als Influencer oder auch Reality-Sternchen muss man einfach nichts können. Die können doch alle hier ihr Becken rhythmisch nach vorn bewegen und manche auch nach hinten. Oh, niemand kann weniger. Ich bin auch noch da. Hallo. Also ich find's ja wirklich super, dass die hier alle wirklich restlos ihre Würde opfern, nur damit wir von dem ganzen Quatsch da draußen ein bisschen Ablenkung bekommen. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Dann schauen wir mal rüber zu den Frauen in die Villa. Alle unsere Männer da drüben benehmen sich wie ein paar Paviane. Es ist einfach nur noch peinlich und niederträchtig. Und ich muss halt einfach sagen, ganz ehrlich, ihr könnt uns alle mal. Das ist auf jeden Fall befreiend, hier mit den Leuten aus dem Haus so ein bisschen einen drauf zu machen. Ich kann nur sagen, Temptation. Okay, Paulina liegt jetzt hier doch mit ihrem Verführer Dominik in einem Bett, obwohl sie Henrik das versprochen hat, dass sie das nicht machen wird. Ja, lieber Henrik, das Einzige, womit du alt wirst, hast du offensichtlich in der Hand, ist eisgekühlt und hat mehr Umdrehungen als mein Magen, wenn ich Mike sehe. Und endlich erfahren wir mal, wer diesen Temptation-Sound eingesprochen hat. RTL wollte ja damals Emmy haben, aber die konnte sich leider den Text nicht merken. Eine Frage, wie haben wir eigentlich alle reagiert, nachdem Desiree Nick bei Promis unter Palm ihr Röckchen angehoben hat? Ich würde mich schon mal ins Therapiezimmer begeben, gerne auch eigene Therapie-Decken mitbringen. Das können wir nicht zulassen, dass er heute Nacht alleine schläft. Da steht wohl jemand auf Rollenspiele. Gut, dass es sich hierbei um die Therapeutinnennummer handelt und nicht um irgendwelche Handwerkergeschichten. Wo hätten die beiden sonst das Rohr zum Verlegen finden sollen? Oh, wow. Was schauen wir uns da eigentlich an? Also, wenn jemand auf RTL-Kosten eine Therapie braucht, dann ist es ja wohl Dr. Bob. Es gibt im deutschen Fernsehen keine härtere Show als Temptation Island und das ist eine Belastung, die kannst du mit nichts vergleichen. Ich muss mal ganz kurz ein paar Selbstgespräche führen, Brudi. Mal ganz kurz ein Gespräch mit meiner Frau führen. Ich denke einfach, das ist auch wieder diese Art von Kate, dass sie einfach was plump ist und oft auch einfach nicht drüber nachdenkt, was sie sagt. Jetzt ehrlich, das ist schon arg stimmig. Oh, Baby, ich vermisse dich so krass nicht. Schatz, ich vermisse dich so unfassbar. Schlaf schön, ich liebe dich. Er redet gerade mit Gott. Sieht er das Ganze jetzt als Selbstgespräch an? Er hat recht, Temptation Island VIP ist die härteste Show im deutschen Fernsehen. Noch nie hat jemand so viel ertragen müssen wie das Kissen von Jakob. Findet ihr das eigentlich auch süß, wenn da jemand allein an der Hausecke steht und wirres Zeug redet?
Ich kannte das bisher ehrlich gesagt nur von den Zeugen Jehovas, wenn sie mir den Wachturm andrehen wollten. Ja, ich habe Dominik jetzt heute Nacht nicht aus meinem Bett geschmissen, weil es hat mir gut getan, dass ich nicht alleine war. Henrik hält sich an gar nichts. Nee, ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht so ein schlechtes Gewissen. Hat ja Dominik bei dir geschlafen? Mhm. Wo? Im Bett. Ich finde, er ist ein toller Mensch. Sandra macht heute auch wieder richtig viel Action. Wir sehen sie garantiert am Sonntag hier im Tatort als Leiche. Kennt ihr eigentlich die Frauen, die Niveau haben? Ja, weil die sehen wir hier leider nicht. Paulina und Dominik jetzt auf ein Date und hat spezielle Aufgaben. Haltet den Blickkontakt aufrecht und sprecht über das, was ihr fühlt. Wenn ich dir in die Augen schaue, dann bin ich so voll ruhig. Ich habe auch selbst gemerkt, okay, da ist was zwischen uns. Ich merke dein Gott, du bist gut. Das gehört aber nicht dazu, ne? Normalerweise würde ich nie einen anderen Mann anschauen, wenn ich in einer Beziehung bin, aber ja, Henrik befeuert ja hier. Eins nach dem anderen, dem ist es völlig egal. Diese Bilder zwischen Paulina und Dominik sind wirklich vertrauter und intimer als alles, was wir bisher in 11 Staffeln der Bachelor gesehen haben. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ey, es ist wirklich so krass. Jetzt kloppt sie also wirklich die Beziehung mit Henrik in die Tonne. Dabei ist er ja wirklich ein Weltenbummler. Paris, Mailand, Tokio, London, New York. Man kennt ihn aus den Duty-Free-Shop-Spirituosenabteilung aller Flughäfen dieser Welt. Guck mal, was ich bei dir echt richtig, richtig schätze, ist, dass ich mit dir so richtig auf Augenhöhe bin. Der Hauptunterschied zwischen Dominik und Henrik ist auf jeden Fall, dass Dominik ein erwachsener Mann ist. Ich kann auch Kumpel, ich kann gleichzeitig Kumpel, ich kann gleichzeitig Partner, ich kann alles sein, weißt du. Ja, das ist ein bisschen unglücklich geschnitten. Hier fehlen nämlich noch Informationen. Dominik kann nämlich auch Vegetarier und Frühaufsteher parallel sein. Linksträger und Rechtshänder. Warmdusche und Administrator an seinem Laptop. Dann schauen wir mal, was ihr Freund Henrik so macht. Du warst halt eher zurückgehalten und das macht dich halt auch interessant irgendwo, ne? Ich glaube, sie ist eine sehr tiefgründige Person. Auch mit meinen 19 Kilo pro Seite. In Jahren denke ich, dass ich schon einiges, sage ich mal, in meinem Leben erlebt habe und dass mich das zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Dass man keine falschen Intentionen hat, sondern dass man wirklich ehrlich zueinander ist. Genau, nicht diese Oberflächlichkeit. Ja, und dass man sich vielleicht auch einfach mal fallen lassen kann. Das ist mir halt bei einem Menschen einfach extrem wichtig. Krass. Also Anastasias Werte sind unfassbar facettenreich, ja. Ich bin ja ehrlich gesagt gespannt, wann die Redaktion feststellt, dass hier jemand mit dabei ist, die jetzt gar nicht gecastet wurde. Ich meine, sie ist zurückhaltend und kann das Wort Intention im richtigen Zusammenhang einsetzen. Da stimmt doch irgendwas nicht. RTL schüttet hier jetzt schon mal massenweise Salz in die Wunden fürs nächste Lagerfeuer. Zwar nicht ganz so viel, wie Nadel an einem durchschnittlichen Abend für ihren Tequila braucht, aber immerhin noch ein paar Säcke. Die hat einen Blickwinkel für die Welt, die viele Menschen nicht haben. Ganz großen Respekt an sie in dem Alter. Wissen wir alle, dass Henrik auf nachdenkliche und zurückhaltende Frauen steht, wenn sie beispielsweise mal darüber nachdenken, ob sie besser in einem sehr, sehr knappen Bikini oder doch in einem viel zu kurzen Röckchen twerken können. Ja, wir spielen heute Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Du machst einen Handstand und ich leere dir das halbe Glas Wein rein. Geht das überhaupt psychisch? Psychisch oder körperlich? Also psychisch geht Kopf das. Über, ja. Psychisch geht das, physisch geht das auch. Kann man schlucken, Kopf über? Ja. Was immer kommt, werden wir nehmen oder schlucken. Aber das geht durch die Nase im schlimmsten Fall wieder raus. Schluck, schluck, schluck. Kippen, dann schlucken, klingt verdammt nach Julia Siegel. Oh Mann, die sind alle so bescheuert, dass die nicht wissen, dass das psychisch heißt. Schafft man das psychisch? Ist übrigens exakt die gleiche Frage, die man sich in Fernsehsendern stellt, wenn man überlegt, ob man Dani Büchner in ein Reality-Format einlädt. Wärt ihr beide Single? Würdet ihr was miteinander starten? Ja. Diogo! Du bist ja gut im Tanzen, mach halt einen Lapdance für die Girls. Ja, Diemi ist auch so eine Frau, die ist so eine, auf den ersten Blick einfach nur so eine Drecksau. Man kriegt Bock auf Sex mit dir. Ah! Diogo mir meine Beine so hoch und dann dahin mit seinem Ding und er, so wurde ich schon richtig lange nicht mehr gepackt. Das ist schon sehr geil. Werde ich nochmal drüber nachdenken, wenn ich alleine bin. Es wird natürlich garantiert nichts Schlimmes passieren mit den Bildern hier. Die Damen glauben halt an das Gute. Dann gucken sie offensichtlich kein RTL. Strippen. Ein für alle Mal, liebes RTL. Das geht in Reality-TV-Sendungen nur klar, wenn sie gezogen werden für Intrigen. Immerhin hat Paulina durch diese Sendung Dinge gelernt, die sie vorher nicht kannte. Dass man an einem VIP-Format teilnehmen kann, obwohl man nichts kann, beziehungsweise nichts kann und keinen prominenten Vater hat. Nimmst eine Gurke, gehst in die Küche und schreist ganz laut: Henrik,
wenn du dich nicht benimmst, dann schneide ich dir die Gurke ab. So. Aber so richtig auf aggressiv. Ja, unnormal auf aggressiv. Unnormal. Alter, Henrik, du kleiner Wurm, wenn du dich nicht zusammenreißt. Ich soll sagen, Henrik, du kleiner Wurm. Ja. Henrik, du kleiner Wurm, wenn du deinen kleinen Wurm nicht bei dir behältst, dann weißt du Bescheid. Und ich meine das ernst. Traurig, wie die hier mit Lebensmitteln umgehen. Ich mag sowas nicht. Ich, wenn sich auf meinem Cheeseburger eine Gurke verirrt hat. Ich will denn jetzt hier niemand mehr das Ding in den Mund nehmen? Also ich meine natürlich Henriks Gurke, Wurm. Ah, sehr clever, dass sie hier die Gurke zerschneiden. Paulina hatte halt einfach Angst, dass Emmy gleich mit der Gurke verschwindet. Mein Gott, war die Gurke gut. Das höre ich auch sehr oft. So, ihr Mäuse. Kann es super werden heute. Kann ich zaubern oder kann ich zaubern? Heute geht's ab. Leila hat sich mit irgendwas bekleckert. Komm, Udo, jetzt mach mal sauber das Ding. Als Textilreiniger wurde professionell der Fleck entfernt. Hör auf jetzt zu saugen. Ich habe dann auch irgendwann die Bürste statt den Lappen genommen. Wollen ja hier alle saubere Kleidung haben und verschmutzte Kleidung, das funktioniert auch nicht. Ist das jetzt hier eine Bad Taste Party oder wie es auch heißt, eine Party im Kleiderschrank von Michael Wendler? Ihr lacht, aber Leilas Gynäkologe muss da jeden Montag ähnlich vorgehen. Udo, wie er nach der Sendung seriöse Jobs sucht. Die Yvonne hat einfach vergessen, dass ich vergeben bin. Siehst du nicht, dass ich von all den Frauen oder so mit dir hier am meisten Spaß habe? Musst du ja mal ehrlich zugeben, dass irgendwas zwischen uns doch ist. Wie das irgendwie was zwischen uns ist. Was genau willst du, dass ich dir sage? Ja, hier riecht's nach Pisse. Yvonne, ey, lass es einfach. Du brauchst nicht versuchen, die ganze Zeit intensiv in die Augen zu gucken. Ja, weil ich hier drinnen festgestellt habe, dass ich sie vermisse. Nee, ey, ganz ehrlich. Ja, alle wollen einen haben. Den Zugang zum Tablettenschrank von RTL oder was meint er? Was denkt ihr auch, dass hier sowas wie innere Werte eine Rolle spielen? Ja, natürlich, vor allem beim Bachelor, Take Me Out oder Temptation Island VIP natürlich. Er guckt einer Frau tief in die Augen, wenn er seine Frau vermisst. Ja gut, das ist zugegebenermaßen ziemlich ungewöhnlich hier bei Temptation Island VIP. Normalerweise gucken die Männer ja hier sonst dann tief ins Glas oder in irgendein Höschen. Die hat es auf jeden Fall faustig hinter den Ohren. Buongiorno, also. Und ich glaube, ihm hat es auch gefallen, angetanzt zu werden. Ich weiß, was ich davon halten soll. Aber ehrlich, langsam scheißt er ein bisschen rein, ja? Woo! Gibst du mir Lapdance? Willst du? Ja, komm. Aber geil. Muss er selber wissen, ist nicht mein Bier, ja. Die kann auf jeden Fall tanzen, die Frau. Chapeau. Recht am Eingehen eingreifen. Nein, selber schuld. Henrik. Der Joachim Lambi von Temptation Island VIP. Nach den Bildern ist allerdings auch klar, dass Henrik zu Hause erstmal keine scharfen Messer rumliegen lassen sollte. Leute, ich halte das nicht mehr aus, ob die hier auch nur im Ansatz wissen, was Liebe ist. Und nein, ich meine damit nicht das Gefühl, das sie haben, wenn sie auf ihren Instagram-Follower-Counter gucken. So aus, ich hätte es nicht gemacht. Der Henrik hat auf jeden Fall zu 100% eine Grenze überschritten. Der ist sowas von Single, Hashtag Single, Alter. Das ist wundervoll, wirklich. Wir wollen an dieser Stelle ganz kurz dem englischen Physiker Thomas Young danken. Er hat nämlich das erste Gerät erfunden, mit dem man Töne aufnehmen kann. Ist jetzt halt ein bisschen blöd für Henrik, dass er nicht bedacht hat, dass ein Mikro auch ohne Kamera funktioniert. Hashtag Single, Alter. Könnte auch der Titel einer neuen Dating-Show mit Sophia Tomala sein. Ah, das wird doch richtig, richtig hart. Lasst jetzt ein Abo mit Glocke da, dann verpasst ihr nichts. Und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Udo und Emmy, das ist ein Fake, oder? Ich freue mich sehr auf eure Meinung. Schreibt es mir in die Kommentare. Emmy schwört Rache. Und den ersten Teil von Jakobs Lagerfeuer gibt es hier. Leute, klickt hier rein. Unfassbar. Viel Spaß mit einem. Und wir sehen uns gleich hier in einem der beiden Videos.